Ich begrüße euch hier und heute mal wieder auf meinem Kanal. Mal wieder, wer hätte es gedacht, aus F1 24. Heute mal wieder mit einem schönen Ligarennen. Es gab mal eine etwas längere Pause jetzt. Zwei Wochen, glaube ich, war in Urlaub. Habe ein Rennen tatsächlich sogar verpasst aufgrund des Urlaubs. Und deswegen gab es jetzt hier diese kleine Lücke. Nichtsdestotrotz möchte ich euch natürlich das letzte Ligarennen ans Herz legen. Das war der große Preis von, lass mich mal nicht lügen, Portimão, Portugal. Vor zwei Wochen, wie gesagt, habe ich euch jetzt oben rechts in der Infokarte verlinkt. Da habe ich eine relativ interessante Entdeckung gemacht. Inhaltlich gehe ich da in dem Video darauf ein, also falls ihr da Bock drauf habt, schaut da gerne mal rein. Kleiner Spoiler vorweg, es geht um das Thema Fahrhilfen. Also wie gesagt, gerne mal reinschauen und natürlich auch einen Daumen nach oben da lassen, falls euch das Video gefallen sollte. Selbiges gilt natürlich auch für das heutige Video, hier beim großen Preis von Spanien in Barcelona. Eine sehr, sehr schöne Strecke, die immer zu geilem Racing einlädt. Im Hintergrund läuft jetzt hier gerade schon die 18-minütige Qualifying-Session, in der wir hier und heute drei Runs auf den Softreifen planen werden. Die erste gezeitete Runde sehen wir jetzt hier gerade schon. Wie eben schon gesagt, wegen Urlaub und so, knapp zwei Wochen kein Formel 1 gespielt gehabt. Natürlich ein bisschen vorbereitet auf dieses Rennen. Unmittelbar bevor es halt losging an diesem Sonntag mit meinem Teamkollegen, dem Wolfram Wied. Da werde ich gleich auch nochmal ein bisschen näher drauf zu sprechen kommen. Wir sehen jetzt hier auf jeden Fall die erste gezeitete Qualifying-Runde, die nicht so ideal gewesen ist. Also da waren viele kleinere Schnitzer drin, mal Bremspunkt ein bisschen verpasst, mal ein bisschen quer gekommen. Es reicht für die 1:11.938 und damit sind wir zwischenzeitlich mal auf Platz 4 am Ende der Out. Am Ende der Inlap, nicht der Outlap, sind wir dann auf Platz 8 nach hinten durchgereicht worden. Aber wir haben auch hier wieder gesehen, die Abstände verdammt eng hier auf dieser Strecke. Also wir waren jetzt gerade mal etwas mehr als 13 Sekunden hinter P1 und waren damit auf P8. Also daran sehen wir, fällt sehr eng beisammen, macht wirklich Bock. Aber auf der anderen Seite wird natürlich auch jeder kleinste Fehler direkt bestraft. Und das ist natürlich auch so ein Fehler wie hier in Turn 1, wenn du direkt mal den Scheitelpunkt verpasst, zu tief in die Kurve reingehst. Ihr seht es oben rechts am rot unterlegten Delta, sofort eine Zehntelsekunde verloren. Und ja, das ist dann einfach die Zeit, die dann am Ende der Runde fehlen kann. Und natürlich auch hier ein bisschen zu weit, ja, einfach raustragen lassen. Keine Ahnung, wieso da auf einmal das Auto so ein Untersteuern hat. Musste die Runde dann logischerweise abbrechen. Und deswegen können wir jetzt hier nochmal eine weitere gezeitete Runde ranhängen. Und schauen wir nochmal, ob wir Turn 1 hier an dieser Stelle gut treffen. Zumindest mal ein bisschen besser als in der Runde zuvor. Sind wir jetzt hier in Sektor 1 so Pi mal Daumen pari mit unserer PB, was wirklich in Ordnung ist. Denn Sektor 1 war nicht das Problem auf unserer gezeiteten Runde, auf unserer ersten gezeiteten Runde. Es war eher so Sektor 2, was so das Problemkindchen ist hier auf dieser Strecke. Aus meiner Sicht mal zumindest, da tue ich mich schwer. Hier in dieser Kurve häufig mal mit gleichstehendem Vorderrad, Auto drückt über die Vorderachse. Und das ist somit die schwierigste Kurve auf dieser Strecke, kann man eigentlich sagen. Auch da sind wir wieder leicht am Korrigieren, direkt eine halbe Zehntel sind wieder verloren. Also es ist in Ordnung, ne? Aber das ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was du brauchst, um dich hier nach vorne in Reihe 2 oder 3 zu katapultieren. Und da sieht es aktuell auch überhaupt nicht nach aus. Und ja, auch hier mit diesem Quersteher in der entscheidenden Kurve auf die letzte Gerade, das bricht uns dann natürlich das Genick, hier in irgendeiner Weise eine Verbesserung hinzulegen. Und die Runde müssen wir dann leider auch abbrechen. Also bisher eine wirklich bescheidene Qualifying-Runde, beziehungsweise eine bescheidene Qualifying-Leistung insgesamt. P12 aktuell 4,59 Sekunden hinter P1, also nach wie vor, die Abstände sind verdammt eng, ja, das muss man sich mal geben, bis P12, bis P13 sogar, alles innerhalb von einer halben Sekunde. Und das Traurige ist einfach, wenn du in dieser Situation bist und jetzt so eine bescheidene Runde dahingelegt hast, reicht aktuell für P12, aber du weißt einfach, es ist noch mehr drin, und zwar deutlich mehr ist noch drin, aber du kriegst es dann einfach in dieser entscheidenden Phase des Qualifyings nicht geschissen. Und das war bei mir jetzt hier wirklich der Fall. Ich weiß nicht, ob ihr es kurz am Anfang gesehen habt, aber bevor wir darauf eingehen, schauen wir uns mal kurz die letzte gezeitete Qualifying-Runde an. Turn 1, da schauen wir auf die linke Seite, kurz nach dem 100-Meter-Schild, so bei 75 Metern geht es dann hier in den fünften Gang. Da musst du früh wieder auf dem Gas sein, um hier viel Speed mitzunehmen, und das sieht eigentlich ganz gut aus. Also es ist ungefähr genau gleich wie in zwei weiteren Runden, die wir vorher schon mal gehabt haben. Sektor 1 war nicht das Problem.
geht es hier in diese Kurve rein. Und da sehen wir auch schon, sind wir schon rechts auf dem Rasen. Das ist schon schlecht. Da verlieren wir schon wieder eine Zehntelsekunde, weil wir da direkt quer kommen, weil ein bisschen Grip verloren geht. Und ja, hier sind wir einen Ticken besser, ein bisschen enger genommen. Früher auf dem Gas gewesen. MSH mit einer 1.11.3. Sehr, sehr schnelle Zeit. Und auch, ja. Also, ne, da kommt eins zum anderen. Da bist du in Sektor 1 dann schon gut dabei. Dann machst du direkt den Fehler am Anfang von Sektor 2. Bist direkt unter Druck. Versuchst dann diese verlorene Zeit wieder rauszuholen an einer Stelle, wo es eigentlich nicht geht. Gehst ein bisschen mehr Risiko und dann passiert sowas. Tja, und dann kommt man zu einem nüchternen Ergebnis, dass das wirklich ein absolut katastrophales Qualifying gewesen ist. Also, ich würde fast sogar sagen, die schlechteste Qualifying-Session in dieser Saison bisher. Auf einer der besten Strecken, für mich persönlich. Also, wirklich komplett verdrehte Welt hier und heute. Aber ja, was willst du machen? So ist das halt. Manchmal, so wirklich literally 25 Minuten bevor diese Session hier stattgefunden hat, im Test-Qualifying mit dem Wolfram Wied, er war Zeuge, ich glaube Suko war sogar auch dabei, eine 1.11.4 gefahren mit exakt dem gleichen Setup und mit der Zeit wären wir jetzt auf P3 oder P2 gewesen, also wirklich komplett absurd, was ich hier und heute zusammengefahren habe. Naja, müssen wir mal schauen, was wir jetzt daran noch drehen können hier im Rennen. Ich meine, Barcelona ist jetzt nicht bekannt dafür, dass man hier super geil überholen kann. 5 rote Lichter gehen jetzt an. Großer Preis von Barcelona wird in wenigen Augenblicken beginnen. Und zwar genau jetzt. Starten hier auf den harten Reifen. Nur Medium Runner um uns herum. Sehr interessant. Komme ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Start ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, muss man sagen. Sind wir auf der Außenseite. Bremsen spät in Turn 1 rein. Um vielleicht uns direkt gegen den Juraqai, neben den Juraqai zu setzen. Und ja, da schießt er schon auf der Innenseite durch. Der Kahn mit seinem Mercedes. Schauen wir mal, was jetzt hier am Ende von Sektor 1 abgeht. Wir haben auf der Innenseite einen Aston. Der Kahn jetzt hier mit einem leichten Fastdreher, der sich da am Hamdal so ein bisschen festgebissen hat. Und da werden wir von hinten so ein bisschen berührt. Kommen da ins Straucheln, auch rechts den Kahn da berührt. Können das Fahrzeug noch auf der Strecke halten. Und jetzt kriegen wir voll den Hit von hinten. Also da ist der Fabio komplett hinten reingefahren. Ja, und das hat natürlich jetzt dazu geführt, dass schon eine riesige Lücke nach vorne aufgeklafft ist zum Hamdal. Also aus dem DS-Fenster sind wir jetzt alle raus hier. Und ja, wird interessant zu sehen sein, ob der Fabio jetzt mit seinem Kick da den Anschluss finden kann. Wäre für uns natürlich auch wichtig für den weiteren Verlauf des Rennens. Aber ja, jetzt kommen wir schon mal zum ersten großen Problem in diesem Rennen aus meiner Perspektive, was halt wirklich auch extrem lost ist von mir, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ihr habt jetzt gerade zum Beispiel gesehen, ne, ich schalte, beziehungsweise ich habe bis zu diesem Rennen hier und heute ausschließlich zwischen zwei ERS-Modi umgeschaltet. Und das war in der Regel ERS-Einsatz Mittel und Overtake. Nichts anderes, nicht Hotlap. Warum habe ich das vorher nicht gemacht? Ich sage euch ganz ehrlich, ich wusste nicht, dass das überhaupt möglich ist. Ich bin der festen Überzeugung gewesen, dass man nur von Mittel auf Hotlap stellen kann, auf Overtake stellen kann im Rennen. Ich wusste nicht, dass man irgendwas anderes machen kann. Deswegen habe ich auch immer nur den einen Button betätigt. Ich habe immer nur den Overtake-Button betätigt. Standardmäßig am Start war der ERS-Einsatz in der Regel auf Mittel, wenn ich dann auf den Overtake-Button gedrückt habe. Das ist dann der linke Knopf von den drei Knöpfen oben rechts am Fahnertech-Lenkrad. Keine Ahnung, wie der jetzt genau heißt. Dann bin ich von Mittel auf Overtake gegangen. So, und das habe ich halt genutzt, um ein bisschen mehr Boost zu kriegen in der Beschleunigung oder halt vielleicht mal einen Gegner zu attackieren. Ansonsten in den Kurven immer wieder zurück auf Mittel gegangen. Und jetzt im letzten Video, beim großen Preis von Portugal, da hat dann ein Zuschauer von euch, und zwar der Maximilian Lückert, der hat geschrieben, mein Problem ist, dass ich in den Kurven nicht auf keinen stelle, weil insbesondere in Portimao ist das ja so brutal mit den Beschleunigungsphasen. Stichwort Hanal-Kurve Sektor 2, Stichwort Rechtskurve nach oben in Sektor 2, da wo du die übelsten Probleme hast mit, ohne Traktionskontrolle. Das war auch der Grund, warum der Wolfram da mit Traktionskontrolle komplett so gut gewesen ist wahrscheinlich. Aber könnt ihr euch das vorstellen, ich habe jedes verdammte Rennen bisher einfach immer nur zwischen Mittel und Overtake gewechselt. Und das hier ist jetzt das erste Rennen, wo ich zum ersten Mal aktiv, bewusst wahrgenommen habe, dass ich das überhaupt mal ein bisschen großzügiger umstellen kann, dass ich auf bestimmte Situationen andere Modi einwenden kann, auch mal Hotlap nutzen kann, auch mal keinen nutzen kann. Und das war auch der Grund, warum ich jetzt am Anfang des Rennens so reingeschissen habe, auch so langsam gewesen bin, weil da hatte ich dann
kurz umgestellt. Also da hatte ich das Steuerkreuz von Mittel auf Kein gestellt. Und dann hat er nur noch von Kein auf Overtake gewechselt. Nicht mehr von Mittel auf Overtake. Das habe ich dann aber zu spät gecheckt. Deswegen war ich dann auch so langsam. Das habe ich jetzt erst im Nachhinein herausgefunden, als ich das Video nochmal geschnitten bzw. bearbeitet habe. Also ich meine, es ist ja ganz klar, ne, wenn ich mich jetzt mehr darauf konzentrieren muss, dass ich in den Kurven dann irgendwie meinen ERS-Modus umstelle, dann ist das ja wieder voll das Heckmeck und du musst im Vorfeld musst du viel intensiver darüber nachdenken, was du eigentlich machst, und du musst natürlich auch mehr Knöpfe drücken und häufiger Knöpfe drücken, und ich muss das mal auf irgendeine Taste legen, dass das für mich nicht so umständlich ist, weil ich muss ganz ehrlich sagen, das war schon echt ein krasser Heckmeck, dass hier die ganze Zeit alles umzustellen. Erst nachdem die Safety Car quasi beendet wurde, habe ich gecheckt, ich habe die ganze Zeit von Kein auf Overtake gestellt. Und klar, wenn du mit Kein auf eine Gerade beschleunigst, ist ja klar, dass du ultra langsam bist. Und das war genau mein Problem. Deswegen wurde ich auch so übel aufgefressen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wieso mir das nicht vorher aufgefallen ist. Ich glaube, ich habe versucht, das Ganze noch so ein bisschen auf die harten Reifen zu schieben, weil ich ja mit der Strategie auch so ein bisschen ins Klo gegriffen habe, ne, mit hart zu starten, während andere teilweise auf soft gestartet sind und die jetzt in der Safety-Car-Phase dann auf hart wechseln konnten und jetzt halt direkt hinter mir sind, wie zum Beispiel der MSR und der Max. Und ich gehe mal stark davon aus, dass die jetzt mit den harten Reifen sogar zu Ende fahren können. Und ja, das hat das Schicksal hier in diesem Rennen für einige definitiv schon vorbesiegelt, sofern kein weiteres Safety Car kommt. Aber gut, das ist eine andere Sache. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich muss an dieser Stelle auf jeden Fall ein großes Dankeschön aussprechen an den Maximilian, der mich auf diese Sache hingewiesen hat. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Hinweis, der auch durchaus Auswirkungen haben könnte auf meine zukünftige Performance in den Ligarennen. Das hoffe ich zumindest. Jetzt wollen wir uns aber wieder dem Renngeschehen widmen, und der MSH ist jetzt hier vorbeigekommen, nachdem ich in der Rechtskurve im Mittelsektor fast abgeflogen wäre. Das habt ihr gerade gesehen. Können hier jetzt schön von Mittel auf Overtake stellen, so wie sich das eigentlich auch gehört. Und der Max fliegt aber vorbei, auch wenn wir hier ein Ticken später gebremst haben, aber ja. Da war er dann schon mit dem Alpine vorbei, aber das ist jetzt eigentlich auch nicht unser Gegner, denn wie gesagt, MSR und Max, die fighten hier wahrscheinlich um den Sieg, denn die waren schon in der Boxengasse und ich bzw. die Leute da vorne waren noch nicht an der Boxengasse. Das ist der große Unterschied in dieser Sache. So, wir haben uns noch nicht abschütteln lassen vom Max, aber haben hier einen schönen Quersteher am Ende beziehungsweise am Anfang von Sektor 3 hingelegt und haben natürlich damit unseren Run auf die lange Gerade komplett compromised. Fahren hier trotzdem die 1.16.1, was fast genauso schnell ist wie unsere aktuelle PB, was eigentlich ein positives Zeichen ist. Also deutet darauf hin, dass die harten Reifen noch gut funktionieren. Und was halt auch wichtig ist, ist, dass wir uns noch nicht haben abschütteln lassen vom Max. Uns hier noch so ein bisschen ziehen lassen können. So 1:15.4 jetzt hier. Neue persönliche Bestzeit in diesem Rennen. Und der Max versucht es gegen den Kahn, drückt den Kahn da so ein bisschen. Da gab es eine leichte Verhakung und dadurch hat der Kahn einen schlechten Run gehabt auf die langgezogene Rechtskurve hier am Ende von Sektor 1. Und da kamen wir dann vorbei. Also ich weiß nicht, ob das nur Einbildung gewesen ist, aber ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass meine Rennpace sich, nachdem ich dieses Heckmeck mit dem ERS realisiert hatte, meine Rennpace sich gesteigert hatte. Nachdem ich gecheckt habe, okay, ich kann jetzt auf Hotlap stellen, ich kann auf Overtake stellen, ich kann auf Mittel stellen, ich kann auf Kein stellen, dass ich das einfach besser zu meinem Vorteil habe ausnutzen können und ja, jetzt einfach wieder komplett am Rennen teilgenommen habe. Ist halt nur schade, dass die Strategie so schlecht gewesen ist aus meiner Perspektive, denn wenn ich auf den Mediums gestartet wäre, hätte ich halt auch boxen können, hätte auf die Harten gehen können und wäre jetzt in der gleichen Situation gewesen wie die Fahrer um mich herum. Dadurch, dass die jetzt aller Voraussicht nach mit den Harten durchfahren können, ja, ist diese Möglichkeit, wie ich eben schon gesagt habe, vorbehaltlich eines nächsten Safety Cars erstmal vom Tisch. Okay, alles klar.
Ah, hier jetzt auf jeden Fall den Bremspunkt ein bisschen verpasst. Aber es zeichnet sich hier ein wirklich richtig geiler Kampf ab. Ein Vierkampf tatsächlich. Und da haben wir jetzt hier einen richtig geilen Run. Das Problem ist, Ford-Fahrzeuge um uns herum, vorne, hinten, überall gefühlt. Da können wir nirgendwo rein. Und jetzt hier mit vier Fahrzeugen fast wide. Also ja, mindestens mal drei Fahrzeuge wide. Der Hamdal war ein bisschen weiter vorne. Und von hinten kommen schon die nächsten. Also der Suko ist dabei, der Kahn ist dabei. Also aus diesem anfänglich sehr turbulenten Rennen wird jetzt hier ein absolut krasses Rennen, während der Max jetzt hier auf einmal super langsam wird auf der Innenseite. Und das sorgt dafür, dass wir jetzt hier einen ganz, ganz schlechten Run haben auf die lange Gerade. Und der Suko sagt natürlich Danke. Und jetzt gehen hier wirklich vier wide auf Turn 1 rein. Also das ist schon ziemlich skandalös und natürlich auch ein bisschen riskant gewesen. Will ich gar nicht mal lügen, aber es hat alles super funktioniert. Also alle Fahrzeuge haben sich hier gut Platz gelassen. Und ja, das Rennen geht ganz normal weiter. Also es war wirklich eine geile Aktion und die will ich euch jetzt auch nochmal kurz im Screen zeigen. Four wide über die Stadt. Also Hamda hat hier einen Monsterjob für Suko geleistet, seinen Teamkollegen. Oh, da gibt's... keine Berührung bisher. Wie kommen die da einfach durch mich? Toll, Eis. Was ist das hier für Racing, bitte? Wir waren gerade so fünf gefühlt nebeneinander. Ich kriege hier einen Herzinfarkt nach dem anderen, wenn ich mir das mal ansehe. Also die Dive von der MSH war schon sehr gewagt. Da habe ich kurz die Luft angehalten, aber die hat funktioniert, komischerweise. Also, bis darauf, dass Karl ein bisschen nach außen gepusht wurde und ein bisschen Off-Track gehen musste, war das hier sauber bis zum Ginnimeer. Ja, ich glaube, die Leute im Livestream, die hatten auf jeden Fall Spaß. Das war, wie gesagt, eine geile Aktion und ja, ist alles gut vonstatten gegangen. Sehr, sehr geiles Racing und ja, die Kommentatoren hatten auch Spaß. Und ja, jetzt sind wir hier in Runde 14 von 33 und das Geile oder das Skandalöse ist eigentlich, dass wir jetzt auf einmal wieder hier voll mit dabei sind mit unseren alten, harten Reifen. Okay, was heißt alt, ne? Die sind auch nur ein paar Runden frischer als die Reifen vom Max, aber ich habe tatsächlich das Gefühl gehabt, jetzt plötzlich, auf einmal war die Rennpace da, ich konnte wieder Druck machen. Es war jetzt gefühlt so, als ob ich hier vor Position kämpfen würde mit dem Max und dem MSH, aber ja, in der Realität sah das leider ein bisschen anders aus, denn wie gesagt, ich muss halt noch einen Stop machen. Und jetzt kommt der Suko hier vorbeigeflogen und ja, bremst hier deutlich zu früh aus meiner Perspektive und da ist es dann leider gelaufen gewesen. Und ja, das zwingt uns dann dazu natürlich einen frühzeitigen Boxenstopp hier zu machen in Runde 15 von 33 und uns hier einen neuen Flügel zu holen. War natürlich klar, die Performance war dann nicht mehr da, ich hatte Untersteuern in den Kurven und das hätte keinen Sinn gemacht. Ich musste jetzt an die Boxengasse gehen, aber ja, das heißt natürlich auf der anderen Seite auch, dass wir jetzt hier sehr, sehr viel Zeit verloren haben. Und ja, deswegen schade eigentlich, denn ich, ja, wie gesagt, also in der Phase des Rennens hat es mir wirklich Bock gemacht, davor hat es mir keinen Bock gemacht, aber in der Phase des Rennens, da bin ich halt wirklich irgendwie plötzlich dabei gewesen und ja, deswegen ist es eigentlich schade, dass jetzt der Flügel abgewesen ist, wobei ich glaube im Endeffekt, es hätte jetzt auch keinen so gravierenden Unterschied gemacht. Ich meine, wenn wir uns jetzt mal den Wolfram wieder angucken, der ist jetzt glaube ich 7,8 Sekunden vor uns, das ist dann ungefähr der Zeitverlust, den wir hatten durch den Flügelwechsel. Also ja, klar, wir wären drei Positionen circa weiter vorne gewesen, aber die können wir uns jetzt hier durch einen Double Overtake auf der Start- und Zielgeraden einfach mal reinsnacken. Einfach komplett vorbeigeflogen an beiden Kontrahenten. Geiles Manöver, also das hat sich richtig surreal angefühlt. Hat sich fast schon angefühlt wie, was weiß ich, als ob ich 1-1 Flügel hätte oder so, was ich ja definitiv nicht habe. Ich glaube, ich hatte jetzt hier 50-43. Ja, die ganze Euphorie wird dann kurze Zeit später durch diesen Fast-Einschlag in der Wand geschmälert. Glücklicherweise haben wir hier noch das DRS, aber ja, ihr merkt, also im Endeffekt, das ist halt ein Rennen gewesen, ein Rennen von Kraut und Rüben, ja, da gab es Höhen und Tiefen, insgesamt mehr Tiefen, verkackte Strategie, viele kleine Fahrfehler, dann den Flügel beschädigt am Suko, was ja letztlich ja auch irgendwie vermeidbar gewesen wäre, wenn ich mich vielleicht ein bisschen versetzt positioniert hätte oder mich einfach früher hätte reinrollen lassen. Aber ja, es sind einfach so Dinge, das Leben findet halt nicht im Konjunktiv statt. Und ja, deswegen muss man einfach die nüchterne Erkenntnis ziehen aus diesem Rennen, dass das ein Satz mit X gewesen ist. Aber die positive Erkenntnis ist, dass ich eine ja, wegweisende Erkenntnis gewonnen habe für die zukünftigen Rennen hier in dieser Liga. Denn ich werde jetzt zukünftig definitiv mehr mit dem ERS spielen und ich habe die Hoffnung, dass mir das performance-technisch auf jeden Fall was bringen könnte.
Ja, hier und heute ist es ein 11. Platz. Wie gesagt, Rennen von Krauto drüben kann man eigentlich vergessen. Qualifying verkackt. Rennen war sehr durchwachsen. Bringt uns aktuell auf P8 in der Fahrerweltmeisterschaftstabelle und wir sind so ungefähr bei der Hälfte der Saison angelangt. Also noch einiges an spannenden Rennen haben wir vor uns. Ich hoffe, dass euch das heutige Video trotzdem in irgendeiner Weise Spaß gemacht hat. Trotz des nüchternen Ergebnisses, falls es so sein sollte, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und natürlich auch wie immer Feedback in die Kommentare. Und dann sage ich danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal und haut rein.